So, kommen wir zu einem ganz interessanten Teil, und zwar Fehlersuche im Hydrauliksystem mit Hilfe des Manometers. Das Manometer gibt uns unheimlich viel Auskunft, wenn wir irgendwo einen Fehler im Hydrauliksystem haben, wo dieser liegen könnte und ja, wie man den Fehler einfach auch eingrenzen kann. Wir haben hier ganz normal einen Zylinder an der Pumpe angeschlossen, beziehungsweise am Prüfstand. Startet gerade mal die Pumpe, haben 20 Bar auf dem Manometer hier. Sieht man so. Sehen jetzt hier erstmal alles ganz normal. Sobald sich der Zylinder bewegt, bricht der Druck auf rund 5 Bar zusammen, bis er auf Anschlag ist, und der Druck geht wieder hoch. So, eine Kleinigkeit hat sich geändert hier. Geben wir Druck aufs System, 20 Bar. Bewegen den Zylinder. Wir sehen, der Zylinder bewegt sich deutlich langsamer als vorher bei gleicher Pumpendrehzahl, bei gleichem Systemdruck. Wenn wir das Ganze jetzt beobachten, stellen wir fest, während er sich bewegt, der Zylinder, geht der Druck nur noch statt auf 5 Bar, fällt er nur noch auf 15 Bar ab, bis er am Anschlag ist, und geht dann wieder auf rund 20 Bar hoch. Nochmal das Ganze. Was könnte hier der Grund sein? So, hier nochmal das Ganze von vorne. Druck aufs System. Wir sehen jetzt, wenn der Zylinder sich bewegt, bricht der Druck wieder auf 5 Bar ein. Der Zylinder bewegt sich schnell und kraftvoll. Was ist hier der Unterschied zwischen der letzten Situation und dieser? Die Antwort ist eigentlich eine ganz einfache. Ich hatte hier eine Leitung vom Ventil zum Zylinder, wie es auch im Modell durchaus mal sein kann. Sieht man es hier, einfach abgeknickt. Das bedeutet, wenn ich einen Zylinder habe, der plötzlich oder generell bei der Inbetriebnahme sehr im Verhältnis zu den anderen sehr langsam läuft, deutlich weniger Kraft hat, kann ich anhand einfach von einfachen Tests eingrenzen, ist hier irgendwo eventuell am Zylinder ein Anschluss verstopft, ist ein Schlauch abgeknickt, denn es ist einfach so, normalerweise muss der Druck eben beim Betätigen deutlich abfallen. Das kann er natürlich nicht, wenn hier ein Schlauch abgeknickt ist, und zwar kann er das in beiden Richtungen nicht, weil in die eine Richtung muss das Öl ja von der Pumpe über das Ventil in den Zylinder. Wenn diese Leitung abgeknickt ist, funktioniert das natürlich nicht. Gleiches gilt aber auch, wenn für die andere Richtung, auch da muss das Öl ja aus dem Zylinder rausgedrückt werden, und wenn die Leitung abgeknickt ist, geht natürlich auch das nicht. Wir schauen uns das nochmal an. Zuerst so, Druck aufs System, 20 Bar, Schlauch ist gerade, wenn der Zylinder sich bewegt, bricht der Druck auf 5 Bar ein, beim Einfahren natürlich etwas mehr, weil die Kolbenfläche wegfällt. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal mit abgeknicktem Schlauch und stellen eben fest, dass der Zylinder plötzlich nur noch ganz langsam läuft und keine Kraft mehr hat. Man sieht eben auch, dass ich hier alleine nur über diesen Knick im Schlauch genau die
den Druckunterschied am Manometer erkennen kann. Es kann einfach kein, der Zylinder kann sich nicht frei bewegen durch diesen Knick hier im Schlauch. Das heißt, der Druck fällt nicht wie gewöhnlich ab. Und dadurch kann ich im Prinzip einen Fehler im Modell finden, allein anhand der Tatsache, dass ich eben schaue, was müsste passieren, wenn ich das Ventil öffne. Der Druck müsste abfallen, ist im Bagger natürlich noch von der Einbausituation abhängig. Wie viel Gegendruck hat der Zylinder? Zum Beispiel die beiden Armzylinder müssen ja, auch wenn sie den Arm leer bewegen, immer das Gewicht des Arms bewegen. Das heißt, dort wird der Druck weniger weit einbrechen als bei zum Beispiel dem Löffelzylinder, wenn der den Löffel leer bewegen muss. Aber man kann eben einfach prüfen, was müsste normalerweise passieren, wenn ich jetzt das Ventil aufmache. Wie weit fällt mein Druck ab? Ist das normal? Ist da eventuell ein Problem zwischen den Leitungen vom Ventil zum Zylinder? Kann man mit dieser einfachen Methode sehr schnell eingrenzen. Ein sehr ähnliches Problem wie der Knick hier im Schlauch, den wir uns gerade angeschaut haben, kann natürlich auch eine andere Ursache haben. Die Zylinder sind ja generell komplett zerlegbar und unsere 14er und 16er Zylinder, ich habe hier nochmal ein Kopfteil einzeln. Der Kopf hat hier eine Einfräsung, die natürlich genau am Anschluss, am vorderen Zylinderanschluss sitzen muss. Das sieht man hier im ausgebauten Zustand mit am schönsten. So, hier sieht man den Anschluss. Wenn dieser jetzt bei der Montage, falls man den Zylinder zerlegt hat, nicht so, wie das hier jetzt zu sehen ist, genau auf Höhe des Anschlusses steht, sondern so verdreht ist, habe ich natürlich auch eine Verstopfung zwischen dem im vorderen Zylinderanschluss. Das heißt, die Schläuche sind alle in Ordnung, aber dadurch, dass man bei der Montage hier nicht aufgepasst hat und den Kopf verdreht hat, tritt genau das Gleiche zutage.